Mein QNAP TS431 Plus ist tatsächlich am Ende. Das ist mein NAS, das mich die letzten 6 Jahre begleitet hat. Gerne würde ich sagen, dass es mich treu begleitet hat, aber das war nicht immer der Fall. Das wisst ihr vor allem, wenn ihr meinen YouTube-Kanal schon länger verfolgt. Nun bin ich natürlich auf ein anderes NAS umgestiegen und habe mich diesmal für Synology entschieden. Ich erkläre euch in diesem Video, warum ich mich für diese Synology DS920 Plus entschieden habe und nicht wieder für ein QNAP und welche Vorteile und erweiterten Funktionen mir dieses NAS jetzt bietet. Los geht's nach dem Intro. Ich würde jetzt mal mit euch Step by Step durch diese Umstellungsarie durchgehen. Das heißt auch, es gibt Teile des Videos, die dich vielleicht weniger interessieren. Deshalb habe ich Kapitelmarken gesetzt und natürlich kannst du damit dann den ein oder anderen Teil dieses Videos überspringen. Erstmal die Frage, warum habe ich mein NAS jetzt überhaupt gewechselt? Also mein NAS hatte einen Dual-Core 1,4 GHz Prozessor basierend auf der ARM Prozessorarchitektur. Das hat für NAS eigentlich erstmal Vorteile. Zum einen sind diese Prozessoren sehr energiesparsam und das NAS läuft ja 24 Stunden potenziell. Damit kann man also Strom sparen und diese Prozessoren bieten sich dafür an. Jetzt kommt es aber auch ein bisschen darauf an, was man mit dem NAS machen möchte. Hat man jetzt zum Beispiel nur die Anforderung, dass es als Speicher dient und ich einfach von meinem Windows-PC darauf zugreifen kann oder von meinem Mac oder Linux-PC, dann ist das völlig in Ordnung. Dann reicht so ein in Anführungszeichen schwacher ARM-Chip. Jetzt kann man auf einem NAS natürlich aber noch zusätzlich Dinge ausführen, die dann aber auch wieder Prozessorleistung benötigen. Und genau hier ist es bei mir eng geworden. Es ging aber bei mir nicht nur um die CPU, sondern auch um den RAM, denn der war halt mit einem Gigabyte schon ziemlich klein bemessen. Und jetzt bin ich halt an eine Grenze gestoßen, wo es nicht mehr wirklich weiterging. Konkret gesprochen, es ging um mein Backup. Ich mache pro Tag 2 Backups. Ein Backup schicke ich in die Cloud verschlüsselt und ein zweites Backup wird auf das NAS nebendran geschickt. Beide Backups sind in letzter Zeit sehr häufig abgebrochen und ich kam jetzt aus dem Urlaub und habe meine ganze Speicherkarte auf das NAS entleert und das hat es ehrlich nicht mehr gepackt. Also es ist sowohl abgebrochen, als auch war die Laufzeit mit 1 MB pro Sekunde, glaube ich, die Geschwindigkeit, was es noch geschafft hat, einfach viel zu gering und das Backup hat einfach Tage schon fast gebraucht, um fertig zu werden. Dann kam es sich natürlich immer wieder mit den anderen Backups ins Gehege, also nicht wirklich ins Gehege, da habe ich schon Vorkehrungen getroffen, allerdings konnten dann die anderen Backups nicht starten, weil das eine ja noch gelaufen ist. Das war für mich also kein wirklich guter Zustand, vor allem weil während des Backups das NAS extrem langsam war und die restlichen Aufgaben, die es sonst noch so hatte, halt nicht mehr richtig erfüllen konnte. Zum Beispiel habe ich dort auch noch eine Synchronisationslösung drauflaufen. Ich muss sagen, dafür ist es eigentlich bisher ganz gut gelaufen. Ich hatte dort Syncfing installiert und ich hatte dort regelmäßige Backups laufen. Und natürlich habe ich noch Zugriff von Windows-PCs und mein Scanner, der schmeißt auch seine Dokumente dorthin. Also ich habe das NAS schon ganz gut eingesetzt und jetzt war es halt mit der CPU und mit dem RAM einfach am Ende. Was noch nicht am Ende war, waren die eingebauten Festplatten. Ich habe 4x4 Terabyte und diese Videos, die ich jetzt hier schneide, sichere ich dort drauf. 4x4 Terabyte bedeutet am Ende 16 Terabyte. Bei einer RAID 5 Konfiguration bleiben einem ungefähr noch 12 Terabyte, bis man das Ganze alles runtergerechnet hat, sind es 11, irgendwas Terabyte, die man dann als Netto zur Verfügung hat. Das heißt, das Gehäuse kann ich nicht weiterverwenden, allerdings kann ich ja meine Festplatten mitnehmen zum Synology DS. Und das kann ich auch machen, allerdings muss ich jetzt beachten, dass ich die nicht einfach reinstecken kann und weiter geht's. Ich muss die kompletten Festplatten formatieren und die Datenträger neu einrichten. Alle Daten, die also darauf gespeichert sind, die sind verloren. Dafür hat man ja Backups. Ich kann also einen Restore machen und alles zurückspielen und alles ist wieder gut. Und ich habe ja nicht nur ein Backup, sondern ich habe 2 Backups. Ich kriege dann immer ein bisschen Schweiß auf der Stirn, wenn ich nur noch ein Backup gehabt hätte. Dann hätte ich nämlich gar keine Möglichkeit gehabt, falls das nicht funktioniert hätte, nochmal woanders drauf zuzugreifen. Ich habe also die Festplatten in das neue NAS gesteckt, habe es eingeschaltet
und habe von Anfang an den Assistenten durchgeklickt und habe damit dann tatsächlich die Festplatten neu initialisiert. Ein Unterschied, der mir zum QNAP hier aufgefallen ist: zum einen kann ich hier BetterFS oder ButterFS, wie auch immer man das aussprechen möchte, verwenden. Zum anderen wird nicht bei der initialen Einrichtung das NAS verschlüsselt, sondern jeder freigegebene Ordner wird verschlüsselt. Aus Convenience-Gründen hätte ich jetzt die QNAP-Lösung bevorzugt, sodass ich gleich bei der Initialisierung die ganze Festplatte verschlüsseln kann. Aber man kann natürlich auch die Ordner einzeln verschlüsseln. Es gibt sogar einen Schlüsselmanager beim Synology und damit kann man dann ja mit wenigen Klicks die ganzen Ordner auch wieder anhängen. Beim Einbauen der Festplatten, von dem wir ja gerade gesprochen haben, ist mir was Besonderes aufgefallen. Und das war ein Punkt, der hat mich beim QNAP ja genervt, will ich jetzt nicht sagen, aber naja, es hat einfach gestört. Festplatten produzieren ja Laufgeräusche, wenn die im eingeschalteten Zustand sind, auch wenn die nicht gerade Daten lesen. Wenn man jetzt die Festplatten in so ein Gehäuse steckt, dann ist das Gehäuse natürlich der Resonanzkörper. Und hier hat Synology eine echt gute Idee gehabt. Die Festplatten sind nämlich gummiert gelagert, sodass die Geräuschkulisse von dem NAS deutlich geringer ausfällt als vorher. Ich kann das ja jetzt hier ganz gut vergleichen, weil ich die gleichen Festplatten verwende. Wenn man sich die Rückseite der beiden Geräte ansieht, dann kann man noch erkennen, dass bei dem Synology zwei Radiatoren verbaut sind, zwei kleinere, und bei dem QNAP eben ein großer. Konnte ich jetzt aber akustisch bei beiden keinen Vor- oder Nachteil ausmachen. Ein weiterer Vorteil von meinem Synology ist die Möglichkeit, RAM nachzurüsten. Dort ist eine RAM-Bank, die kann man manuell bestücken. 4 GB hat es schon und man kann das Ganze jetzt hier noch erweitern. Tatsächlich habe ich mir einen 16 GB RAM-Riegel von speicher.de gekauft. Das ist keine Werbung oder so, habe ich mir einfach da gekauft, weil die einem auch die Funktion garantieren, genau mit diesem Gerät. Der Hintergrund ist, dass der Hersteller Synology sagt: erstens, wir unterstützen maximal 4 GB Speicher, also als Erweiterung, also insgesamt 8 GB. Und zweitens, wir unterstützen nur den offiziellen, den du bei uns kaufen kannst. Und der offizielle 4 GB Speicher von Synology kostet ungefähr so viel wie die 16 GB, naja, bei speicher.de. Und ich möchte dort auch ein paar virtuelle Maschinen laufen lassen, von daher hat sich das jetzt für mich ganz gut angeboten. Wenn ich jetzt mal auf die Unterseite von dem Synology schaue, dann finde ich dort zwei Slots für zwei SSDs. Als ich mir das gekauft habe, habe ich mir gar nichts groß dabei gedacht. Als ich es dann vor mir hatte und ein bisschen mich eingelesen habe, habe ich gelesen, dass man dort gar keine Volumes drauflegen kann, sondern dass der SSD-Slot, also die beiden SSD-Slots, nur den Cache beschleunigen sollen. Ich vermute mal, damit ist irgendwie Swap oder sowas gemeint, weil RAM habe ich ja jetzt genug. Was will ich jetzt noch mit SSDs, die irgendwas beschleunigen sollen? Diese Anforderung ist mir etwas befremdlich und auch was ich gelesen habe, bringt das nicht viel. Viel sinnvoller wäre es ja dort, ein Volume draufzulegen und das wie ganz normalen Speicher zu benutzen. Gerade habe ich ja gesagt, ich möchte ein paar virtuelle Maschinen darauf laufen lassen. Und da wäre das ja perfekt geeignet. Die könnte ich von der SSD viel besser starten als von den HDDs, die ich dort drin verbaut habe. Tatsächlich gibt es aber einen inoffiziellen Weg dazu. Da kann ich euch mal Anleitungen oder Videos verlinken. Ich konnte das problemlos einrichten. Man kann also darauf ganz normal ein Volume erstellen und kann das auch ganz normal benutzen. Das Risiko ist natürlich, dass mit einem Update oder irgendwelchen anderen Änderungen im System das irgendwie überschrieben wird, weil es ja keine offizielle Funktion ist. Auf der anderen Seite, da muss man halt Backups machen, das kann man ja automatisieren mit Hyper-Backup und wenn das passiert, dann spielt man halt sein Backup wieder zurück und macht einfach weiter. Nach der Einrichtung kann ich euch auch sagen, mein Restore hat wunderbar geklappt. Einzige, wo ich Probleme hatte, dass bei verschlüsselten Ordnern durch eine ECryptFS-Limitierung ein Dateiname in Anführungszeichen nur 143 Zeichen haben kann. Ich hatte irgendwie 10 Dateien, die das überschritten hatten. Die konnten nicht wiederhergestellt werden, die habe ich dann über den Windows-PC wiederhergestellt und die dann einfach umbenannt und in den entsprechenden Ordner zurückkopiert. Diese Beschränkung kommt wie gesagt von ECryptFS durch die Verschlüsselung. 143 Zeichen ist schon ziemlich lang für einen Dateinamen ohne Pfad, also da kommt man in der Regel nur drauf, wenn man irgendwie die URL oder sowas, wo man nur ein PDF erstellt hat, hinten dran schreibt. Das würde mich jetzt wahrscheinlich nicht weiter beeinträchtigen. Ist natürlich ein bisschen ärgerlich, weil ich ja Dateien auch synchronisiere. Jetzt habe ich einen Windows-PC, der erlaubt mir größere Dateinamen
Umgekehrt lässt sich dann aber die Datei eben nicht synchronisieren, weil halt das Synology sagt, ha, hier kommt eine Datei, die kann ich gar nicht ablegen, weil der Dateiname zu lang ist. Ja, eine blöde Sache, muss man im Auge behalten und notfalls mal die Dateien umbenennen. Ansonsten macht mir das Synology irgendwie einen ja professionelleren oder erwachseneren Eindruck. Also zum Beispiel ist mir gleich aufgefallen, wenn ich eine Anwendung installiere, dann können die ihre eigenen Systembenutzer mit installieren und laufen dann auch nur mit den Rechten dieses neuen Benutzers. Bei meinem QNAP war es so, dass dort die Anwendungen einfach unter Admin gelaufen sind. Und das hat bei manchen Anwendungen zu Fehlermeldungen geführt, weil die natürlich auch gesagt haben, hey, du läufst hier mit erhöhten Rechten, das sollte eigentlich nicht sein. Also das Sicherheitskonzept bei Synology sieht mir ein bisschen besser aus, auf den ersten Blick zumindest, als das von QNAP. Ich hatte aber auch gleich ein Problem, denn ich bin ja ein bisschen paranoid und mache ganz viele Backups und zum Beispiel habe ich hinten eine MicroSD dran stecken, auf die mein Passwortmanager nochmal seine Datenbank sichert. Alles andere ist ja verschlüsselt auf meinem NAS, das heißt, hinten diese MicroSD oder also ein USB-Stick mit einer MicroSD drin, die ist unverschlüsselt und dort liegen eben die Dateien von meinem Passwortmanager. Die sind ja in sich nochmal verschlüsselt, aber halt nicht mehr mit der Verschlüsselung vom QNAP bzw. vom Synology NAS gesichert. Also die will ich quasi einmal außerhalb der Verschlüsselung haben, damit ich die mit meinem Passwort dann entschlüsseln kann. Und das ging mit Hyper-Backup nicht. Die ganze Zeit habe ich eine 1 GB SD-Karte gehabt, da ging das wunderbar mit QNAP, mit dem QNAP-Backup-Lösung. Jetzt habe ich sogar eine 8 GB SD dran und damit geht es auch nicht. Im Forum habe ich dann irgendwo gelesen, dass man mindestens 8 GB freien Speicher braucht und meine MicroSD wird eben nur mit 7,5 GB freiem Speicher angezeigt und dann wird das Backup verweigert. Ich habe mir das selbst gelöst mit einem Async-Skript. Da ist auch ein kleiner Vorteil dabei, denn die Dateien werden nicht in einem speziellen Format abgelegt, sondern einfach hinkopiert. Und ich kann direkt darauf zugreifen. So, ich danke euch fürs Zuschauen. Soweit erstmal meine Erfahrungen mit der Umstellung von meinem QNAP NAS auf Synology. Das Wichtigste ist, dass das Synology jetzt wirklich mit einem Intel-Prozessor kommt, viel mehr Power einfach hat, schon mit 4 GB RAM kommt, damit kann man viel mehr machen. Mit der Erweiterung um 16 GB, ja, ist natürlich Wahnsinn, welche Möglichkeiten man da hat im Vergleich zu 1 GB RAM, was ich vorher beim QNAP hatte. Wichtig ist halt auch, wenn man die Festplatten mitnehmen möchte, sollte man ein gutes Backup haben, das man dann auch wieder einspielen kann. Meine Backup-Lösung nach wie vor ist Duplicacy. Spricht sich's, glaube ich, aus. Habe ich auch schon ein paar Videos zugemacht. Findet ihr natürlich auf meinem Kanal.